So einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße alle ganz herzlich noch einmal hier zum Format Live Trading TV zur Markteröffnung exklusiv für JFD Brokers. So, Ton funktioniert, Bild ist auch zu sehen, das ist sehr schön. Ja, wir wollen uns noch mal ganz kurz einen Blick gönnen auf die US-Markteröffnung, die verhältnismäßig unspektakulär in der Tat ausfällt. Nichtsdestotrotz, ich habe in meiner Wochenanalyse für den DAX, die ich ja wie versprochen gegen 1 dann zur Verfügung gestellt habe, habe ich ja eine ziemlich vielsagende Überschrift gewählt, nämlich jene, wo ich so hier schrieb, DAX, es braut sich was zusammen. Und im Zusammenhang hier mit dem DAX und der hier thematisierten potenziellen bärischen Divergenz, die das letzte Mal in dieser Form tatsächlich zwei Jahre, nicht ganz, anderthalb, etwas mehr, also ein Dreivierteljahr ungefähr, das letzte Mal aufgetreten ist, nämlich im April 2015 und die dann im Anschluss in den Folgemonaten für scharfe Abschläge im DAX gesorgt hat, ist es natürlich, durchaus auch legitim, mal zu schauen, wie sich das Bild denn hier im Dow Jones darstellt und passend zur US-Markteröffnung. Und man muss ganz klar sagen, die Vorzeichen hier verdichten sich ebenfalls, dass es dann doch nicht mehr ausreicht, auf der Oberseite diese Range abzulaufen. Was ich ja hier gemacht habe, ist ja, die sind ja unabhängig voneinander, ja, das sieht man ja hier, was ich hier gemacht habe, ist einfach ganz einfach Folgendes. Ich habe einfach diese Handelsspanne, in der wir ab Mitte Dezember gehandelt haben und aus der wir dann jetzt hier am Mittwoch ausgebrochen sind, das erste Mal über die 20-Punkte-Marke gestoßen sind im Dow Jones, habe ich einfach dupliziert und dann erhält man auf der Oberseite ein Kursziel im Bereich so um 20.300 Punkte, also 300 Punkte Range, und dann hat man als potenzielles Kursziel einfach diese duplizierte Range auf der Oberseite, die man dann als erstes potenzielles Kursziel eben ausgibt, ähnlich wie zum Beispiel beim Open Range Breakout. Das ist gemeinhin üblich, tatsächlich mit solcher Duplikation dieser Ranges zu arbeiten. Das ist immer als Orientierung, als potenzielles Kursziel, als Kursziel-Projektion. Ist das eigentlich immer eine relativ gute und einfache, schnelle, zügige Herangehensweise, um dann eine Orientierung zu haben, wie weit der Markt besonders auch im Bereich der Allzeithochs laufen könnte. Und auch hier zeichnet sich ganz offensichtlich ab, dass wir, und das kann man auch hier ja einzeichnen, dass wir höhere Hochs machen. Ja, das sieht man eben, indem man einfach hier solch eine simple Linie zeichnet. Und nichtsdestotrotz werden diese höheren Hochs eben nicht mehr im RSI, da unten im 14er RSI, bestätigt. Also eine ganz einfache Herangehensweise. Und dieses sich hier ebenfalls abzeichnende Muster einer bärischen Divergenz, auch auf Daily-Basis. Also wir reden hier nicht von einer kleinen Divergenz, die sich mal eben so auf 5-Minuten-Basis identifizieren lässt, wo man sicherlich auch vielleicht als mögliche Handelsidee einen potenziellen spannenden Handelsansatz dann formulieren kann, sondern wir reden wirklich von einer Divergenz, die dann auch mal gut ist, vor allem nach dem Lauf der jüngeren Vergangenheit, die mal gut ist für wirklich scharfe Rücksetzer. Also nur mal, um hier zurückzugehen, ähnliche Konstellationen hatten wir hier, auch Ende 2014 ist es tatsächlich da gewesen. Da gab es schon bereits hier damals Anfang Dezember einen relativ scharfen Abschlag und dann auch hier Anfang 2015 sind wir relativ bärisch ins Jahr damals gestartet. Und es hat für Abschläge hergereicht, die uns hier fast 1000 Punkte tiefer geführt haben im Dow Jones. Und wir sind ganz klar bullish, das steht völlig außer Frage, aber die logische Frage, die es natürlich viele stellen, ist, wie attraktiv kann es derzeit noch sein, eben hier jetzt langfristig sich long zu positionieren. Und da muss ich sagen, da würde ich doch sehr, sehr vorsichtig sein und sehe dieses Potenzial auf der Oberseite für mittelfristige Aktienengagements durchaus beschränkt. Kann mir sehr gut vorstellen, dass wir durch einen entsprechenden Treiber, den wir allerdings noch finden müssen, ja, das steht auch völlig außer Frage, sogar unter die 19.700er Marke rutschen könnten und dass dann sich eine Korrektur anschließt, die uns bis in den Bereich um 18.600 bis 18.300 Punkte führt. Alles indiziert durch diese bärische Divergenz, die sich auflöst. Nun, müssen wir abwarten, aber wie gesagt, auf der Oberseite wird die Luft definitiv dünner. Auch heute die Vorgaben für den Handelstag, so wie wir reinstarten, sind jetzt erstmal nicht ganz so attraktiv. Ich bin derzeit so ein bisschen skeptisch, ob wir in den Wochenschluss dann hinein wirklich solches Potenzial auch für scharfe Abschläge nochmal haben, ja, oder ob das nicht eher ein verhältnismäßig ruhiger Wochenausklang wird.
Aber wer denn hier plant, tatsächlich dann sich vielleicht Short zu positionieren, hat ausgehend von der Open Range wieder eine sehr attraktive Möglichkeit, indem er die 20.080, den Bereich, in dem wir jetzt gerade auch fast schon traden, shortet und dann sagt hier, ich habe einen Stop, auch relativ eng, auch das sehr attraktiv, 33 Punkte, initiales Risiko. Und Ziel ist es dann vor allem an erster Stelle erstmal einen Bruch der gestrigen Tagestiefs zu sehen zu bekommen. Das ist diese grünfarbene Linie hier. Und sollten wir da drunter fallen, ja, dann ist sogar denkbar, dass wir bis zurück vielleicht sogar in den Bereich um 20.000 Punkte setzen. Und das sind tatsächlich keine riesengroßen Bewegungen, von denen wir hier sprechen. Ja, also bis 20.000 Punkte sind es von dem derzeitigen Niveau eben roundabout 90 Punkte. Aber das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, kann vor diesem Hintergrund schon für solch ein kleines Engagement, für mögliche Gewinnmitnahmen, die sich in den Wochenschluss zum Beispiel jetzt ergeben, kann das vielleicht schon ganz attraktiv sein. Und ja, in diesem Zusammenhang auf jeden Fall absolut legitim. Ich werde es, wie gesagt, aber auch nicht traden. Ja, also ich halte mich derzeit weiter zurück. Will noch ganz kurz meinen Ausführungen auch ein bisschen statistisch noch ein bisschen ja, Credibility hier, Glaubwürdigkeit vielleicht zufügen. Und zwar, ich habe heute früh, das habe ich tatsächlich im Morning Meeting, habe ich das ganz vergessen zu thematisieren, habe ich einen Retweet gesetzt. So. So, jetzt muss ich jetzt ganz kurz mal schauen. Warum hakt der Ton? Hakt der Ton wirklich? Ich muss mir jetzt kurz hier schauen. Tab schon aufheben. So. Also hier bei mir zum Beispiel hakt das gar nicht. Also aktuell zumindest mal. Ja, was für ein Bild. Ach, da ist er. Ja, der potenzielle Katalysator für bärische Action. Aber ich glaube, das erwarten zu viele. Nein, so Spaß beiseite. So, also ich gehe mal ganz kurz hier auf meinen Twitter-Account. Und wie gesagt, also das wäre interessant, wenn das mal jemand bestätigen könnte, dass hier der Ton gerade tatsächlich hakt. Also mich würde das überraschen, weil wie gesagt, bei mir läuft er eigentlich sehr, sehr sauber durch. Und so, ich war auch ein bisschen runter. Da. Ganz interessant. Tony Dwyer von Dwyer Strategy. It has been 146 days since last SPX 5% correction. Also es ist 146 Tage her, dass der S&P das letzte Mal eine 5%ige Korrektur auf den Weg gebracht hat. Longest stretch this cycle was 158 days. Also was er mit Cycle meint, das erschließt sich mir an der Stelle noch nicht so hundertprozentig. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht den Bullenmodus meint seit 2009, vielleicht sogar diesen Zyklus meint. Und er sagt, die längste Strecke hier in diesem Zyklus waren 158 Tage. Und aus dieser Perspektive bedeutet das, dass der nächste 5%ige Move, den der S&P hinlegt, sehr wahrscheinlich eher auf der Unterseite liegen wird, also rein statistisch betrachtet. Eine sehr, sehr interessante Beobachtung und auch das untermauert so ein bisschen das Bild, was ich für den Dow Jones zeichne. Also der eine oder andere, der wird vielleicht sich auch denken, ja gut, aber Bull muss es auch also da gibt es doch keine Diskussion, das war ganz klar Long. Aber das ist genau der Punkt. Dieses klare bullische Bild, das ist eben eins, welches früher oder später dazu eine sehr starke Tendenz haben dürfte, eben dann gebrochen zu werden und sich, wie gesagt, mit schärferen Abschlägen dann eben entsprechend zu schmücken, die uns tatsächlich sogar auch unter die Jahrestiefs sind. Das ist der Bereich der Jahrestiefs um 19.680, 19.700 Punkte führt und ausgehend hiervon dann wirklich schärfere Korrekturen auf den Weg bringen könnte. Ja, übrigens, das müssen wir ein bisschen hier noch anpassen. So. Und wo wir eben auch sehen, selbst eine 50%ige Korrektur dieses Moves seit eben der Trump-Rally, da landen wir im Bereich um 18.800 Punkte ungefähr. Also ausgehend von den derzeitigen Kursniveaus ist das einfach, Chance-Risiko-Verhältnis technisch echt super interessant. Und 20.000 Punkte, 20.100 Punkte, Taschenrechner können wir selber bemühen, eine 50%ige Korrektur. Auch wenn sich diese 5% auf den S&P beziehen, aber eine 5%ige Korrekturbewegung, die entspricht tatsächlich auch solch einem Rücksetzer von 1200 Punkten im Dow Jones. Also durchaus, denke ich mal, super attraktiv, super interessant, sich damit vielleicht ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Und wenn diese bärische Divergenz beginnt sich zu entwickeln, dann können Sie sich dann in den kommenden Tagen, in der kommenden Handelswoche eventuell bereits schon hier in diesem Format JFD Live Trading TV und die Thematisierung der US-Markteröffnung, die eine oder andere attraktive Gelegenheit auf der
auf der Unterseite vielleicht sogar ergeben. Also Long Engagements, da bin ich nicht mehr wirklich für zu haben. Die 20.000, den Spaß, den habe ich mir gemacht. Und da hatte ich auch durchaus noch das Potenzial gesehen, dass da noch ein bisschen was geht auf der Oberseite. Aber seitdem, und seitdem vor allem auch diese monstermäßige Squeeze, die ich eigentlich erwartet hätte, monstermäßig übertrieben, aber zumindest mal, dass da wirklich richtig, richtig Schmackes reinkommt, ausgeblieben ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr reserviert für weitere Aufwärtsdynamik. Und wie gesagt, es braucht wahrscheinlich nur einen kleinen Trigger, der den Dominostein den erstens ins Kippen bringt und dann entsprechend dafür sorgt, dass eine schärfere Abwärtsbewegung auf den Weg gebracht wird. Die Chancen steigen auf jeden Fall in meinen Augen massiv und ja, spätestens die kommende Handelswoche, die wird da eventuell schon erste mögliche Impulse auf den Weg bringen, die dann auch, ja, auch den Willen zeigen, vielleicht mal so ein bisschen, ich sag mal, Luft abzulassen. So, das soll es meinerseits gewesen sein zum Dow Jones, zur US-Markteröffnung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut und wir hören uns am Montag wieder bereits um 9.02 Uhr mit dem Format DAX Long oder Short. Das Bild hier sehr, sehr ähnlich. Auch da wird es favorisiert eher die Short-Seite sein, die wir thematisieren. Auch hier werden wir versuchen, mit kleinen Risiken ein potenziell großes Payoff zu erreichen, denn auch da ist einiges an massivem Abwärtspotenzial gegeben, wenn der Markt wirklich ins Rutschen kommt. Und ja, dann hören wir uns Montag wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dahin habt euch auf jeden Fall wohl. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Erholt euch gut und wir hören dann Montag voneinander. Macht's gut und tschüss.